Hallihallo, liebe Freunde des gepflegten Fußballsports. Ich begrüße Sie. Wir haben jetzt mal ein paar Einstellungen hier an unserer Technik verändert. Auch mal, dass das jetzt alles ein bisschen runder läuft. Und ich hoffe auch mal, dass wir jetzt in unserem heimischen Stadion weiterhin ungeschlagen bleiben. Das Spiel gegen Cottbus, das ist jetzt schon, ja, muss man so sagen, Must-Win. Ich meine, wir haben jetzt nicht Must-Win, dass uns das Wasser bis zum Hals steht. Wir haben jetzt nicht so den krassen Druck, aber mit Blick auf das kommende Auswärtsspiel bei Union Berlin, die auf Platz 3 stehen, und unserer generellen Auswärtsschwäche sollten wir das Spiel gegen Cottbus schon wirklich gewinnen. Und ja, wir haben eine Menge Geld und das Geld sollte man auch ausgeben. Allerdings, zum Beispiel, wenn jetzt hier die Fans sagen, sie sollen neuen Stürmer verpflichten. Wie sieht das denn jetzt aus? Juri Campos, mehrfacher Torschützenkönig, amtierender Fußballer des Jahres. Wenn ich dem jetzt einen Spieler, der angeblich auf dem Papier besser ist, vor die Nase setze, wie sieht denn das aus? Auf anderen Positionen, wie im linken Mittelfeld, kann man mal drüber nachdenken, aber man muss es auch so sehen. Ich bin jetzt hier schon lange dabei und habe, muss man ja auch zugeben, relativ wenig Erfolg gehabt lange. Jetzt läuft's mal. Dann sollte ich dieses Winning-Team auch nicht ändern. Zumindest nicht grundlegend. Klar, Fußball ist ein Stück weit wie Schach. Da sollte man immer auch schon ein paar Züge im Voraus denken. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Steine, die uns den Erfolg der letzten Jahre eingebracht haben, so stehen lassen und nicht alles abreißen. Das hat natürlich auch in dem Sinne niemand gefordert, aber ich werde jetzt keine dramatischen Änderungen vornehmen. Ich hoffe, Sie verstehen, wie ich es meine. Ich habe mir als Ziel gesetzt, bis zur Winterpause noch zu warten. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, noch 4 Spiele. Wenn wir dann wirklich deutlich von unserem Saisonziel abweichen, dann werde ich in der Winterpause Geld in die Hand nehmen. Werde ich gegebenenfalls auch so machen, aber dann werde ich es definitiv machen. Aber aktuell sind wir auf Kurs. Das Ziel ist oben mitspielen und genau das tun wir. Ein bisschen weiter klettern sollten wir schon noch. UI-Cup-Minimum habe ich ja gesagt auch. So, Rötlund muss erstmal besucht werden. Der hat auch gar keine Lust, fit zu werden. Das unterstreicht, dass es im linken Mittelfeld doch vielleicht bald Bedarf gibt. Wir haben ja aber 2 RMs in der Pipeline, die auch bald schon rauskommen. Und ja, übrigens das große und das riesige Talent hier, die werden angemessen gefördert. Wir spielen jetzt gegen Cottbus und brauchen da einen Dreier. Um jetzt in der Hinrunde noch richtig abzuschmieren, müssten wir jetzt schon die meisten Spiele verlieren. Aber ja, zuletzt lief es nicht perfekt. So, Rötlund wird besucht. Da dieser sie bisher nicht besonders leiden konnte, ist er von ihren Bemühungen um seine Person besonders positiv überrascht. Sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ich bin noch everybody's darling. Aber immerhin ist auch das hier positiv angekommen, ja. Der Papa zeigt sich da von seiner Schokoladenseite. Champions und Euroleague wird gespielt. Mainz spielt 0-0 gegen Huddersfield. Wolfsburg spielt auch 1-1 gegen Malaga. Und Fortuna Düsseldorf verliert 0-1 gegen Galatasaray. Europa League. Gladbach spielt 0-0 gegen Luzern. Ein schönes Ergebnis gegen die Gladbacher, kennen wir. Eintracht Frankfurt spielt 2-2 gegen Piräus. So, ausverkaufte Hütte hier gegen Cottbus. Ich werde hier nichts ändern. Und auch einfach mal nichts sagen. Über 5000 Cottbusser hier, die haben auch nicht ein einziges der letzten 6 Spiele gewonnen. Wir haben allerdings auch nur ein einziges der letzten 6 Spiele gewonnen. Bertie Vogts tippt 4-2 auf uns, mittelmäßiger Platzzustand. Vujinovic, unser alter Freund. Ich wollte auch schon sagen, ja, bei den Stürmern haben wir halt das Problem, dass da aus der zweiten Reihe keiner so richtig durchkommt. Und dann fiel mir ein, Vujinovic, der ist doch im Profifußball in der Bundesliga angekommen. Und wir sollten hier nicht auf Konter spielen. Das haben die falsch verstanden hier. Ich habe es auch nicht, meine Ansprache nicht aktualisiert. Ja, der Vujinovic, da habe ich völlig übersehen, dass der als riesiges Talent gilt. Das ist ein Transfer, der wird mich vielleicht noch verfolgen. Zum Beispiel, wenn dem er hier gegen uns trifft. Da hätte ich drauf achten sollen. Auch, und wir sehen aber Burns, Hafsteinsson, die kommen auch in der zweiten, dritten Liga nicht so richtig aus dem Quark. Vujinovic, der hat dann schon den Sprung in die Bundesliga geschafft, so Eckball, der Ball wird weggefaustet. Meda geht an Vakaso vorbei, verliert den Ball. Ach, Gebo kann wieder spielen, ich habe vergessen ihn aufzustellen. Campos schießt weit über das Tor. Gebo wird es schon verstehen. Brito, Diakabi köpft den Ball aus der Gefahrenzone. 0-0 zur Halbzeit, hier ist wenig bis nichts passiert. Das reicht mir nicht.
gelbe Karte für Diaz. Das ist ein ziemlich, ziemlich dröges Spiel, was wir hier sehen. Ich bringe mal Mairelles für Fiedler. Und zu Hause ist das auch echt zu wenig. Kopech kommt für Hämlein. Puh, was machen wir denn hier? Fortes kommt für Campus. Ich ändere jetzt auch mal nichts an der Taktik. Vielleicht passiert da doch noch was. Na, 0-2-1, Jakob Stutter. Das ist die erste Heimniederlage. Und das kam wie eine kalte Dusche. Das kam aus dem Nichts. Und da entführen die Cottbusser 3 Punkte aus unserem schönen Stadion. Das ist bitter. Das ist bitter. Ich meine, 0-0 wäre auch zu wenig gewesen. Aber es wäre immerhin etwas gewesen. 1,24 Millionen eingenommen. 86.000 Euro Prämie bezahlt. Schiedsrichter 2 war der beste Mann auf dem Platz. Stutter, der beste Spieler. Spiel kommt in 0-6 miserabel. Das trifft uns hart. Wir bleiben aber dennoch erstmal auf Platz 8. Puh, jetzt haben wir ein Torverhältnis von 0, 12 zu 12, also plus minus 0. Das ist bitter, die erste Heimniederlage. Und jetzt spielen wir bei Union Berlin. Wenn es jetzt ganz crazy kommt, gewinnen wir das. Und ja, das sollte das Ziel sein, ne? Die Pferde haben schon öfters gekotzt. Ich will nicht, dass ihnen schlecht wird, aber die Punkte will ich haben aus Berlin. Aus Berlin. Preußen-Münster spielt 1-1 gegen Würzburg. Frankfurt spielt 1-1 gegen Kaiserslautern. Bayern gewinnt 2-0 gegen Bremen. Augsburg gewinnt 2-1 gegen Union. Wien-Wiesbaden verliert 0-1 gegen Dortmund. Wolfsburg spielt 1-1 gegen Freiburg. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf. Wir verlieren 0-1 gegen Cottbus. Und Gladbach gewinnt 1-0 gegen Mainz. Gladbach-Tabellenführer punktgleich mit Dortmund. Wir haben zum Glück nach wie vor nur einen Punkt Rückstand auf den UEFA-Rang. In der 11 des Tages Bonn. Trotz der Pleite. Grigoras wechselt vom HSV nach Augsburg. Stelens von Bordeaux nach Kaiserslautern. Kuck von Burghausen nach Amia. Adler mit dem Länderspiel für Bosnien-Herzegowina. Wir spielen in Berlin. Die haben zum Glück aus den letzten beiden Spielen auch nur einen Punkt geholt. Vorstand ist gar nicht mehr so begeistert. So, es gibt Freikarten, 3000 Stück und auch Auswärtszuschussmaximum. Wir trainieren mal Technik, das inkludiert das Torschießen. So, ach, Testspiel gegen Eichstätt steht auch mal wieder an. Die mit den wenigsten Einsätzen kommen zum Einsatz. Kusk, Rechtsverteidiger. Hoffmann darf auch mal durchspielen hier. So, knapp 2000 Zuschauer gegen Eichstätt hier. Sambia sieht gelb. 0-0 zum Halbzeitstand. Jensen kommt für Hoffmann. Jocic kommt einfach mal für Chilim. Und die anderen... Ach, jetzt habe ich aus Versehen den Philipp nicht rausgenommen. Der wird sich... Ja, dem wird das nicht schmecken. Wobei der frische technisch, der ist ja Top-Sportler hier. Trotzdem noch top-frisch. Fortes kommt für ihn an. Wir spielen jetzt einfach mal im Mittelfeld. Machen wir jetzt einfach mal so. Oh, Diaz habe ich auch nicht rausgenommen. Eieiei, für ihn kommt jetzt einfach mal Vacaso mal im linken Mittelfeld. Wird jetzt einfach mal ein bisschen durchgewirbelt hier. Ein paar haben jetzt hier von mir eine künstliche englische Woche aufs Auge gedrückt bekommen. Kane trifft. Nachvorlage Senyon zum 1-0. Xun zum 2-0. Molina sieht gelb. Und ja, ich ärgere mich, dass ich also ein bisschen mit der Kondition einiger meiner Spieler... gespielt habe. So, Fabrizio Hamann hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 4. Jugend forscht, EM-Quali. Deutschland gewinnt 4-1 gegen Polen. Das ist das erste Spiel der Gruppenphase gewesen. Wir spielen jetzt in Berlin, da werden wir wieder auf Konter spielen. Das hat uns jetzt zuletzt zumindest 2 Remis eingebracht. So, ich hoffe mal Diaz und Philipp, aber die sind
guter Verfassung. So, Adler, Campos. Gebo ist wieder da in der Startformation. Und ansonsten ändere ich auch nichts. Ja, wir haben jetzt ein bisschen stärkeres Leistungsgefälle als sonst, weil wir halt auch ein paar Leute abgegeben haben. Obwohl, eigentlich haben wir Lukaku abgegeben. Sonst gar nicht so viele, oder? So, das Spiel in der letzten Woche war indiskutabel, war aber trotzdem sehr unglücklich, dass wir da verloren haben. Also was wir letzte Woche falsch gemacht haben, das wissen wir alle. Aber diesmal, Jungs, diesmal will ich um Himmels Willen, dass wir nicht verlieren. Läuft das doch technisch hier schon besser, warum auch immer. Ihre Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt. Ja, wegen den Änderungen. 18.000 Zuschauer, immer noch ein kleines Stadion hier an der alten First 3, über 3.500 Gästefans. Angela Merkel tippt 2:0 für Union. Ist die nicht Cottbus-Fan? Hat sie sich gefreut letzte Woche. So, wir brauchen... Und sofort das 1:0 für Union. Yatta Barré. Nach Vorlage Gendry. Albtraum-Auftakt hier. Gelbe Karte für Fiedler, was hier gar nicht erwähnt wurde. Indirekter Freistoß für Union. 20 Meter Torentfernung. Jamil läuft an. Flank auf den langen Pfosten. Schöne Flanke. Alle schlafen. Abstoß. So, holen wir hier mal wieder einen Auswärtspunkt. Oder vielleicht sogar drei. Dafür müssten wir erstmal hier den Ausgleich erzielen. Gendry passt flach. Kakuta. Auf Jamil, der kann querlaufen. An Diaz vorbei. Der hat aufgepasst. Mit Adleraugen. Hansen sieht gelb. Wegen einem harmlosen Foulspiel. Aber jetzt Bong. Legt quer. Hebenlein. Kann querlaufen. Hat plötzlich freie Bahn. Drängt sofort in den Strafraum. Holt aus. Gewaltschuss. Und der Ball ist drin. Was für ein Ding. Gianluca Hebenlein nimmt das Ding einfach mal selbst in die Hand. Macht sein erstes Saisontor. Und das war... eine wunderbare Einzelaktion. Dafür bekommt er jetzt auch erstmal ein Lob. Verspricht noch besser zu werden. Und ja, generell bin ich zufrieden. Nicht begeistert, aber durchaus zufrieden. Hier ist durchaus ein Sieg drin. Bento sieht gelb wegen üblem Foulspiels. Gelb auch für Herber wegen harmlosen Foulspiels. Der Schiedsrichter hat fragwürdige Standards hier. Und wir haben hoffentlich keine fragwürdigen Standards, denn jetzt ist Philipp hier mit dem Eckball. Legt zurück. Tsurumoto begreift, was Philipp plant, kann den Ball noch abfangen. So, 61. Minute. Ich möchte wechseln und bringe Fortes für Campos. Dort nicht seinen besten Tag. Fortes, sei es ja direkt. Kontrolliert den Ball, lässt ihn sich von Hinz einfach abnehmen. Mensch. Adler hat heute auch nicht den besten Tag, deswegen bekommt der junge Empen hier einfach mal eine Chance in seinen 17 Jahren. Und wir können noch einmal wechseln. Vacaso kommt für Gebo, Viertelstunde noch. An den Punkt würde ich hier wohl mitnehmen, aber wir können... Ja, und Fortes trifft auch zum ersten Mal nach Vorlage Hämlein. Bong kommt frei zum Schuss. Arscha vorbei und wir gewinnen. Wir gewinnen die Auswärtsserie und es ist genauso gekommen, wie ich es prognostiziert habe. Wir verlieren das Spiel, wo wir Favorit waren und wir gewinnen hier in Berlin. Die eine Serie reist zu Hause und die andere Serie auswärts reist auch. Und nach wie vor, das ist echt irre hier in Dresden, es kommt nie so wirklich Konstanz auf. Weder im Guten noch im Schlechten. Also zumindest im Guten manchmal, aber so eine richtig negative Serie hatten wir in der letzten Saison kein einziges Mal. Und in der Saison davor, glaube ich, auch nur. Ja, da hatten wir es, glaube ich, mal für ein paar Wochen. Aber hier, wir gewinnen ein Spiel, wir verlieren ein Spiel. Wir gewinnen ein Spiel, wir verlieren ein Spiel. Und so weiter. Das sind Big Points. Hämlein und Fortes mit den ersten Toren. Vor allem für den Stürmer freut es mich natürlich. Hämlein war an beiden Toren beteiligt. Trotzdem ist er hier nicht der beste Spieler. Das ist Tsurumoto. 140.000 Prämie bezahlt. Spiel bekommt die Note 4. Messi, wir klettern auf Platz 7. Ein Hin und Her, ein Wechselbad der Gefühle. Borussia Dortmund freut sich, diesen neuen Tabellenführer mit einem nach diesem 1:0-Sieg über Bayern München. Freiburg spielt 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Cottbus verliert 0:2 gegen Frankfurt. Mainz verliert 0:1 gegen Augsburg. Lautern spielt 1:1 gegen Münster. Bremen verliert 0:1 gegen Leverkusen. Würzburg gewinnt 3:1 gegen Gladbach. Düsseldorf verliert 0:1 gegen Wolfsburg. Wir gewinnen 1:2 bei Union Berlin. Endlich mal ein Dreier wieder auswärts. Dortmund Tabellenführer jetzt, 3 Punkte Vorsprung. Wir haben nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 6, da steht Kaiserslautern. Auch nur 3 Punkte Rückstand auf Union. Wir haben 11 Punkte Vorsprung vor Platz 16. In der 11 des Tages Hämlein und Diakabi.
Fortes. In der Liga hat er auch noch gar nicht so oft getroffen als Stürmer, ne? Weil er auch meistens nur ein paar Minuten spielt. So, dann sehen wir Transfers. Lee Lopez von Werder Bremen nach Leicester City. Und beim nächsten Mal beenden wir die Hinrunde. Wir spielen gegen Würzburg und Kaiserslautern. Kaiserslautern steht direkt vor uns. Würzburg steht auch nicht weit entfernt. Aber die stehen auf Platz 3. Das wird nochmal richtig schwierig. In der Heimtabelle stehen wir jetzt auf Platz 5. In der Auswärtstabelle auf Platz 12. Da tut sich gar nicht so viel. Wir haben in der vergangenen Woche 150.000 Euro verloren. Wir haben eine komplett spielfreie Woche hier im Dezember. Dann machen wir ein Freundschaftsspiel. Da haben wir gar keine große Auswahl gegen Babelsberg. Und da könnten wir aufgrund der spielfreien Woche eigentlich zwei Testspiele machen, aber es ist kurz vor Weihnachten. Lassen wir das mal. Machen hier ein Testspiel gegen Babelsberg. Das soll reichen. Gucken mal in die anderen Ligen. Bielefeld, Leipzig und Halle auf Platz 1 bis 3. Auf Platz 15 bis 18 Bayreuth, Aue, Hoffenheim und Schalke. In der Regionalliga Nord ganz oben Jena und Bochum. Auf den Abstiegsplätzen Berlin, Lübeck, Verl und Wuppertal. Wuppertal nach wie vor ohne Sieg, nur mit 3 Punkten. Selbiges gilt hier für Memmingen. Außerdem hier auf den Abstiegsplätzen Aalen, Frankfurt und Eichstätt. Und ganz oben Stuttgart und unsere alten Freunde aus Unterhaching. So, wir machen dann hier unsere Geldanlage. Die macht gar nichts. Wir legen einfach mal noch mehr Geld an. Wir legen mal nochmal 5 Millionen an hier bei Kostol und Arni Börsenberatung. So. Wir behalten das natürlich im Auge. Und nächstes Mal werden wir mal ein bisschen auf dem Vereinsgelände was tun. Vorher wollen wir hier aber auch ein bisschen was ausgeben, und zwar ein ausfahrbares Spielfeld. Ist das sofort umgesetzt? Das kostet 2 Millionen Euro. Ist tatsächlich sofort umgesetzt. Mensch, die Firma macht das ganz schön schnell. Die ist ja schneller als mein Klempner. Jetzt haben wir hier 2 Millionen ausgegeben. Manche in Dresden sehen das kritisch, sagen, was sollen denn diese Schickimicki-Änderungen hier am Stadion? Aber wir wollen unser Geld investieren. Und solche Sachen sind auch wichtig. Da haben wir dann doch glatt über 2 Millionen verloren hier. Aber unser Stadion, ja, wird langsam hier zu einem Hightech-Tempel. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir geben hier doch nochmal ein paar Aufgaben. Der Rötlund, der muss hier mal eine Aufgabe bekommen. Der soll mal ein bisschen Laufstärke trainieren. Rodriguez, Pires, Fiedler, die haben schon Aufgaben. Meireles soll mal ein bisschen die... was soll der mal üben? Der soll mal ein bisschen das Dribbling üben. Adler soll mal ein bisschen Torinstinkt, oh nein, Schusskraft üben. Campos arbeitet daran, dass er schon nicht gut dribbeln kann. Fortes und Molina haben schon Aufgaben. Empen soll mal ein bisschen Schnelligkeit üben, trainieren. Und Josic, der junge Mann, soll mal ein bisschen Zweikampf trainieren. So, dann haben alle hier was zu tun. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.